Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video machen wir mal wieder eine Bildbearbeitung. Ich habe diesmal einen Greifvogel rausgesucht, den ich in Gangelt, also nahe bei Holland, fotografiert habe bei einer Flugshow. Und dieses Bild möchte ich jetzt mal mit euch bearbeiten. Ich denke mal, wir werden da auch in Photoshop ein bisschen was machen müssen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt auf den Desktop und fangen an. Ja, wie ihr seht, habe ich hier schon ein Bild rausgesucht. Das ist, war das jetzt der Aguja oder war das der Rücken, nee, Rotrücken Hussard? Nee, ich glaube, der Aguja ist das. Bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber das ist ja nicht ganz so wichtig. Ja, wir werden hier natürlich unser Preset-Paket wieder benutzen. Hatte ich ja schon im letzten Video kurz erwähnt. Gibt da die neue Version 1.3. Also alle, die das Paket erworben haben, schauen da bitte mal in die Dropbox rein. Die haben ja alle per E-Mail eine Benachrichtigung bekommen, wo sie halt Zugriff auf den Dropbox-Ordner bekommen, um da halt immer die aktuellste Version runterzuladen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir werden hier auch direkt überbelichtet anmachen, um halt die Zeichnung hier in dem Vogel noch mal ein bisschen stärker rauskommen zu lassen. Objektivkorrektur werde ich hier nicht anwenden, weil das mache ich gleich über DxO Pure Raw. Und zwar werden wir das jetzt direkt anwenden. Derzeit trinke ich mal kurz einen Schluck. Ja, dann haben wir auch die Objektivkorrektur und all sowas mit drin. Kurze Anmerkung noch. Das Fazit zur DJI Osmo Action 3 und das Fazit zu dem Full Aim Mikrofon Set, das wird dann in den nächsten 1, 2, 3 Wochen wohl folgen. Da muss ich noch ein bisschen weiter testen. Ja, so, also entrauscht haben wir es jetzt auch. Ach, also es sieht ganz gut aus soweit. Dann werden wir jetzt mal die weiteren Nachbearbeitungen tätigen. Wir werden den Hintergrund etwas aufhellen. Dadurch wird er auch direkt ein bisschen softer. Ansonsten würde ich hier an den Maskensachen nichts anwenden. Auch hier das, sage ich mal in Anführungszeichen, Color Grading für den Luminanzbereich werde ich hier jetzt auch nicht anwenden. Wir werden jetzt hier einfach nur die Standardsachen, die ich drin habe, anwenden. Und dann halt gegebenenfalls noch das Bild so etwas anpassen. So, Kalibrierung, die Sättigung nehmen wir auch wieder ein bisschen raus. Auf jeden Fall werden wir das Bild zuschneiden. So ungefähr. Ja, also ihr seht, auch mit 20 Megapixel grob ich da schon recht großzügig rein. Ja, also das ist eigentlich auch nicht das große Problem. Ich werde hier aber doch nochmal das Motiv etwas abdunkeln. Da, wie gesagt, immer darauf achten, dass ihr hier die Masken nochmal separat anpasst. So, Pinsel. Machen wir das mal an. Ja, weil nämlich ganz so sauber kann der das hier noch nicht. Machen wir ruhig mal ein bisschen größer den Pinsel. Noch nicht maskieren.
Wichtig ist, dass wir hier automatische Maskierungen da anhaben. Wenn er jetzt mal ein bisschen drüber geht, ist er nicht ganz so tragisch. Ja, aber wichtig ist, dass er hier die Sachen ein bisschen nachfahrt, damit da halt kein Glow oder Shine auftritt, den wir nicht haben wollen. Und das kostet natürlich alles ein bisschen Zeit. Aber dafür haben wir dann nachher ein besseres Endergebnis. Und das ist ja das Wichtige. So. Sieht das so schon ganz gut aus. Schauen wir hier nochmal beim Hintergrund rein. Da werden wir mal hinzufügen, Pinsel. Da werden wir nicht ganz so viel arbeiten müssen. Damit wäre das schon mal soweit fertig. Ich wollte aber hier noch mal beim Motiv. Da wollte ich die Tiefen noch mal ein bisschen nach oben ziehen und die Lichter dafür noch mal ein wenig weiter runter. Das Weiß auch noch mal ein bisschen weiter runter. So ungefähr. Ups, wollte ich gar nicht. So, damit hätten wir das soweit schon mal. Als nächsten Schritt werde ich das mal nach Radiant Photo schicken. Mal gucken, was das Programm dazu sagt. Weil, wenn wir das schon haben, können wir das natürlich auch nutzen. Ich habe hier mein eigenes Preset schon konfiguriert, das werde ich dann speichern so. Als nächsten Schritt geht es dann nach Photo AI, ja, um da halt noch mal ein bisschen mehr Details rauszukitzeln und natürlich auch die Auflösung dementsprechend auch noch mal anzupassen. Ja, also wie ihr seht, ganz leichten Schein haben wir hier trotzdem noch. Ja, aber das können wir gleich in Photoshop noch beheben. Ja, ich würde sagen, so sieht das Ganze in Ordnung aus. Speichern wir und danach schicken wir das, wie gesagt, nach Photoshop. Es gibt heute halt, wie gesagt, nur dieses eine Bild. Weil wenn wir da natürlich vernünftig dran arbeiten wollen, dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit. Und man sollte sich auch dementsprechend die Zeit dazu nehmen. Bearbeiten tun wir das in der Beta-Version von Photoshop. Also falls wir dann halt das generative Füllen nutzen möchten, ja, dass wir da auch die Möglichkeit haben. Wir haben ja hier auch das Entfernen-Werkzeug. Wie ihr seht, habe ich das hier separat draußen liegen. Also falls ihr da
Interesse habt oder so, geht ihr hier auf die drei Punkte, dann auf Bearbeiten. Ja, und dann könnt ihr hier die Sachen natürlich so verschieben, wie ihr es wollt und auch mit Tastenkürzel belegen, wie ihr möchtet. Ja, das nur kurz als Anmerkung. So, wir werden auf jeden Fall erstmal eine Kopie anlegen. Als nächstes zoomen wir mal ran, um halt jetzt die kleinen Problemchen zu beheben. Dafür nutze ich auch das Entfernen-Werkzeug. Ja, das sind dann halt hier die kleinen Schlieren, die ich gesagt habe. Die lassen wir hier mal schön rausnehmen. Da gehen wir nochmal ein Stückchen näher ran. Sehen wir es auch besser. Ah, okay, das macht er jetzt nicht ganz so schön. Aber ist egal. Das fällt gar nicht auf. Dann die Ecke werden wir hier bereinigen. Ja, das sind jetzt halt hier die kleinen Feinarbeiten, die wir machen, um halt das Bild vernünftig vorzeigbar zu machen. So, auch werde ich hier diese Teile, die die Greifvögel immer dabei haben, um dann halt festgehalten zu werden, natürlich auch rausnehmen. Ja, weil die wollen wir in dem Bild auch nicht haben. Ja, mittlerweile ist das alles wesentlich einfacher geworden mit Photoshop. Also ihr könnt da schon richtig viel und sehr leicht Sachen retuschieren und dementsprechend bearbeiten. Also das ist schon Wahnsinn, was da mittlerweile möglich ist. Ja, und da braucht man auch gar nicht großartig sich mit Photoshop auszukennen. Also das ist schon echt nicht ohne, was man hier alles machen kann. So, damit haben wir das auch weg. Jetzt werden wir hier halt noch die kleinen Bereiche dementsprechend noch retuschieren, die uns hier halt nicht gefallen. Ja, und dieses Entfernen-Werkzeug ist da wirklich super für geeignet. Also ich arbeite mittlerweile sehr gerne mit dem Tool. So, hier haben wir noch was, was mir nicht ganz so gefällt. Kleine Ecke hier. Das noch mal ein bisschen abrunden. Das mal wieder ganz. So sieht das gut aus. Ja, und so fahren wir dann halt das ganze Bild ab und schauen, wo wir da Sachen korrigieren müssen. Wenn es nicht ganz so hundertprozentig ist, ist das natürlich auch nicht so tragisch.
Aber halt einen gewissen Anspruch hat man schon, um halt eine gewisse Qualität schon abliefern zu können. Gerade da ich ja auch meine Bilder bei 500 Pix und Wirestock anbiete, möchte ich da natürlich auch eine gewisse Qualität liefern. Gut, damit hätten wir das. Jetzt schauen wir mal, wo wir noch ein paar Mücken oder sowas haben, die wir dann halt noch entfernen können. So, das sieht eigentlich soweit schon ganz gut aus. Ja, ich denke mal, so ist das Bild schon ganz in Ordnung. Ich gucke noch mal eben drüber. Ja, wie ihr seht hier, die Bäume, die kippen alle ein bisschen. Ob die jetzt so waren oder ob das an dem Rolling Shutter liegt, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ja, weil das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Deswegen muss man halt überlegen, ob man das jetzt so lassen will oder ob man das bearbeitet. Ja, aber das wäre dann natürlich wieder wesentlich aufwendiger, das dann umzusetzen. Aber was wir machen werden, ist hier einmal das Motiv auswählen. Auch da schauen wir mal rein, ob der das vernünftig ausgewählt hat. Gerade an den Flügeln ist das immer sehr wichtig. So, dann Minus. Dann werde ich das hier mal so ein bisschen abfahren. So passt das soweit. Wenn da so ganz kleine Stellen sind, ist das nicht so schlimm. Aber halt eine gewisse Sache muss das schon haben. Gewisse Genauigkeit, sage ich mal. Ja, da macht das jetzt nicht so wirklich, aber hier unten ist es noch wichtig. So, dann werden wir das abspeichern. Machen wir. Gehen wir mal wieder auf Groß. Machen wir die aktive Auswahl. Da müssen wir dann auch noch mal ran. So, und zwar nehmen wir den weißen Pinsel. Haben wir schon. Den etwas kleiner. Etwas größer. Dann wechseln wir hier. Schauen. Dann sieht, glaube ich, die Auswahl schon ganz gut aus. Gut, dann maskieren wir das Ganze und werden den hier ausschalten. Zoomen noch mal ein bisschen raus. Werden dann hier mit dem Lasso den Vogel mit seinem ganzen Lederriemen auswählen und das inhaltsbasiert. Dann füllen, müssen wir natürlich den richtigen auswählen hier, damit er jetzt erstmal wegkommt. Dann die Maskierung aufwählen, eben und den Weichzeichner mal ein bisschen zur Hand nehmen.
Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier 35. Damit ist das in Ordnung. Ein Vogel wieder rein. Und dann gehen wir jetzt noch mal ran und schauen noch mal überall nach, ob das alles so in Ordnung ist. Oder ob wir irgendwo noch ein paar Fehler drin haben. Aber ich würde sagen, das sieht gut aus. Damit können wir das dann hier auch abspeichern und in Lightroom noch kleinere Anpassungen machen. So, und zwar möchte ich da auf jeden Fall den Pinsel nochmal haben. Und zwar möchte ich die Augen, also das Auge, hier auf jeden Fall nochmal machen, nochmal Ctrl-Z, nochmal Pinsel und weiche Kante machen wir aus. Und dann machen wir den mal ein bisschen kleiner. Dann habe ich hier doch eine etwas bessere Genauigkeit. Gut, als nächstes nochmal ein Pinsel. Und zwar mit weicher Kante. Und dann werden wir hier gleich drüber malen. Und zwar werden wir weiß auf 50 und die Lichter auf 25 erhöhen, um halt hier nochmal ein kleines kleinen Akzent zu setzen von dem Lichtschein. Ja, ich würde sagen, damit wäre das Bild eigentlich soweit fertig. Das werden wir dann noch nicht exportieren. Und zwar machen wir ja auch mal eine Vignette und ein bisschen Rauschen mit rein. Gucken, müssen wir es unbedingt schärfen. Nein, ich würde sagen nicht. Okay, exportieren wie vorher und dann gehen wir mal wieder nach oben. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir da jetzt noch mal, ich sag mal, alle Programme mehr oder weniger kombiniert. Also wir haben DX Pro Raw benutzt, wir haben Lightroom natürlich benutzt, wir haben Radiant Photo benutzt und wir haben Photoshop benutzt. Also wir haben alles eigentlich kombiniert, um halt das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Und ich denke mal, das kann sich doch recht sehen lassen. Also wie gesagt, nutzt die Programme, die ihr habt, und steckt da ein bisschen Liebe mit rein. Dann sind die Ergebnisse natürlich dementsprechend auch besser. Also von daher, ja, probiert's aus. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Bis zum nächsten Video. Bye bye und ciao.